Herzlich willkommen zur Vorlesung über Web Services, der insgesamt sechsten hier im Rahmen der Veranstaltung Verteilte Systeme für Informatik, Informationslogistik und Wirtschaftsinformatik an der Hochschule für Technik in Stuttgart. Diese Vorlesung ist vom Umfang her insgesamt eine Doppelvorlesung, weil wir uns mit der grundlegenden Theorie der Web Services beschäftigen werden und dann auch mit zwei unterschiedlichen Wegen, Web Services heutzutage zu implementieren. Werfen wir also zuerst einen Blick auf die Agenda. Die Agenda stellt sich also so dar, dass ich zuerst mit Ihnen kurz über das Fundament sprechen möchte von Web Services, nämlich Web-Technologie. Im Anschluss, wenn ich Ihnen die Basis von Web-Technologie näher gebracht habe, werde ich den Begriff Web Services für uns mal greifen und auch definieren und möchte eben auch darüber sprechen, wie eigentlich motiviert war, dass man Web Services entwickelt hat. Im zweiten wesentlichen Teil gehe ich dann auf technische Realisierung eines Web Services ein. Erstmal skizziere ich kurz generelle Optionen, einen Web Service zu realisieren. Und im Anschluss gehen wir dann auf zwei konkrete ein, wo ich Ihnen auch Programmierbeispiele zu mitgebracht habe. Das eine ist RESTful Web Services und das andere ist Web Services über das Simple Object Access Protocol, also über SOAP. Im Anschluss an diese beiden Beispieltechnologien zur Realisierung von Web Services möchte ich Ihnen dann noch Probleme bei der Nutzung von Web Services aufzeigen, damit Sie auch sensibilisiert sind für ja, mögliche Begrenzungen. Und danach gehen wir dann noch auf weitergehende Standards zur Nutzung von Web Services ein. Einmal gebe ich Ihnen einen Überblick, was es an weiteren Standards in diesem Umfeld gibt. Und dann zeige ich Ihnen auch noch ein konkretes Beispiel, WS Security für Standards im Bereich Web Services und Web Service Nutzung. Bevor wir jetzt wirklich in Web Services tiefer einsteigen, möchte ich nochmal kurz zurückblicken in die Zeit, bevor das Internet starke Verbreitung gefunden hat. Das ist möglicherweise schon vor Ihrer Zeit, sodass Sie sich das kaum noch vorstellen können. Aber ja, es gab eine Zeit ohne das Internet. Das war bis Mitte der 90er grundsätzlich so. Und erst danach hat es sich dann sukzessive durchgesetzt. Die Datenübertragung ist aber schon wesentlich älter und der Bedarf, Dienste entlang einer Lieferkette zum Beispiel zwischen Unternehmen anzubieten und nachzufragen, ist auch schon wesentlich länger vorhanden. Wie hat man es gelöst? Naja, zunächst einmal, bevor das Internet existierte und stark verbreitet war, über eigene Netze, die man aufgebaut hat. Vielleicht ist Ihnen aus der Automobilbranche der Begriff EDI bekannt, Electronic Data Interchange. Man hat dort spezifiziert, wie man überhaupt Nachrichten übertragen kann, auch verschiedene Nachrichtenformate, und hat die übertragen über komplett eigene Netze. Das führte natürlich dazu, dass die Unternehmen, die dort angeschlossen sein wollten, hohe Anschluss- und Betriebskosten tragen mussten, damit diese eigenen Netze auch tatsächlich betrieben werden konnten. Die Datenraten in den Netzen waren überdies, gemessen an dem, was man heute im Internet an Datenraten erzielen kann, sehr, sehr gering. Man hatte auch spezifische Protokolle, jetzt nicht grundsätzlich bei EDI, sondern allgemein gesprochen, um zwischen Herstellern Daten auszutauschen. Diese spezifischen Protokolle bedingten natürlich, dass jedes Unternehmen entlang dieser Lieferkette seine eigenen Systeme zu hohen Kosten jeweils anpassen musste, sodass sie diese Protokolle auch verstanden. Es gab eben dann oft proprietäre Datenformate, häufig binäre Formate, die auch noch schlecht dokumentiert waren. Und obendrein, wenn Sie sich jetzt nur mal einen Autozulieferer vorstellen, der aber fünf Hersteller beliefert, hatten Sie das Problem als Unternehmen, dass Sie sich für jeden Partner einzeln anpassen mussten. Also für jeden ihrer Lieferanten bzw. für jeden ihrer Abnehmer. Damit hatten sie sehr, sehr hohe Kosten, die sie tragen mussten für die Anpassung. Und das war in doppelter Hinsicht ein
schwerer Hemmschuh. Das eine ist, wenn Sie sich diese Zuliefererperspektive überlegen, dass diese Kosten sich ja erst im Laufe einer längeren Vertragsbeziehung mit einem Hersteller amortisieren werden. Und das andere ist, dass Sie das Ganze vorab tragen als Risiko. Damit existierte hier über diese Kosten und über diese proprietären Datenformate bzw. diese eigenen Protokolle oder die Anschlusskosten an eigene Netze eine hohe Markteintrittsbarriere für Zulieferer, eine hohe Barriere überhaupt mit neuen Kunden einen Kontrakt einzugehen oder umgekehrt eben auch für Unternehmen, deren Macht gegenüber ihren Lieferanten nicht so groß ist wie jetzt in der Automobilindustrie, wo es nur wenige Hersteller gibt, die Schwierigkeit, dass dann eventuell sogar das Unternehmen diese Kosten tragen muss, um das eigene System an das anzupassen, was ein Lieferant schon betreibt. Diese Probleme sind zunehmend verschwunden, als es dann dazu kam, dass das Internet sich ausbreitete. Dann kamen nämlich Webtechnologien auf. Die grundsätzliche Basis, das Internetprotokoll IP, hat letztlich da eine Einigung und eine Konsolidierung herbeigeführt. Auf der Basis, die erste wirklich umfassend genutzte Technologie im Internet war E-Mail. Sie nutzen sie heute noch. Von manchen wird sie schon als plain old bezeichnet, weil eben die E-Mail schon so lange existiert und ein so einfaches Format darstellt. Sie wissen es, an sich vorgesehen für nur Text, keine Sicherheit eingebaut. Darüber hatten wir schon gesprochen bei unserem Exkurs zur Sicherheit. Da hatte man damals, bevor das Internet sich wirklich weltumspannend verbreitet hat, auch nicht drüber nachgedacht. Und E-Mail wird letztlich ja genutzt über zwei unterschiedliche Protokolle. Das werden Sie wissen, wenn Sie Ihren Mail-Client konfigurieren. Einmal zur Einlieferung des Simple Mail Transfer Protocol, SMTP. Und dann zur Abholung haben Sie früher mal POP3 genutzt. Das POP3-Protokoll, was eben vorsah, dass Sie die Nachrichten tatsächlich vom Server abholen und dort auch entfernen. Das war natürlich zu einer Zeit, als die Speicherkapazität auf Servern auch noch deutlich knapper war. Heute nutzen Sie eher das Internet Mail Access Protocol, IMAP. Und damit haben Sie eben dieses Pärchen IMAP zum Abholen, SMTP zum Einliefern. Weitere Dienste, die in relativ früher Zeit schon genutzt wurden, waren zum einen Dateitransfer, da kennen Sie vielleicht noch das File Transfer Protocol, FTP. Da ist heute in Browsern auch eine Möglichkeit eingebaut, Dateien darüber runterzuladen, je nachdem. Und zur Interaktion damals bezogen auf die Kommandozeile. Das Telnet-Protokoll, das aber auch unsicher war und demnach heute auch abgelöst worden ist. Der eigentlich revolutionäre Umbruch kam dann mit der Einführung des ersten sogenannten Webbrowsers, nämlich Mosaic. Der neue Ansatz hier war, dass man zum einen alles als Ressource betrachtet hat und dafür zur Bezeichnung und Lokalisierung dieser Ressourcen dann eben Uniform Resource Indicators verwendet hat, zur Bezeichnung, zur Benennung, also URIs, und zur Lokalisierung, wo denn diese Ressourcen tatsächlich liegen im World Wide Web, die Uniform Resource Locators, URLs, URLs. Zur Datenübertragung kam jetzt das neue Hypertext Transport Protocol zum Einsatz, kurz HTTP, das Sie eben heute aus Browsern ja auch kennen, wenngleich es da ja erste Ansätze gibt, auch noch andere Protokolle einzuführen. Google zum Beispiel versucht sich ja gerade daran, das eigene Speedy-Protokoll durchzusetzen, weil damit die Seitenübertragung noch schneller geht. Zur Darstellung kam dann auch passend zum Hypertext Transport Protocol die Hypertext Markup Language, kurz HTML, zum Einsatz erstmals. Und dieses Triple eigentlich aus URL, HTTP und HTML, wobei ja HTML dann dazu führt, dass man eine quasi grafische Darstellung erzielen kann. Dies brachte den eigentlich revolutionären Umbruch, weil damit eben die Nutzer des Internet ja nicht mehr darauf angewiesen waren,
über die Kommandozeile, wie früher zum Beispiel mit dem Telnet-Protokoll, ihre Kommandos abzusetzen, sondern jetzt tatsächlich so grafisch arbeiten konnten, wie sie es von ihren Desktop-Betriebssystemen her schon seit einigen Jahren kannten. Wenn wir jetzt uns nochmal HTML und dann die verwandten SGML und XML etwas genauer anschauen, dann stellen wir fest, dass SGML, die Structured General Markup Language, eigentlich die Urauszeichnungssprache ist. Und als dann HTML entworfen wurde, hat man es tatsächlich aus SGML, also der generellen Markup-Sprache, als Spezialisierung heraus entworfen. Schon bei SGML ist das Prinzip, dass man Daten durch potenziell ineinander verschachtelte, diese Daten umschließende, sogenannte Tags näher qualifiziert. Also eigentlich darüber semantische Informationen bereitstellt, was sollen eigentlich diese Daten in diesem Tag bedeuten. Bei HTML, wissen Sie, kommt dann noch dazu, dass diese Tags eben auch Darstellungsinformationen beinhalten konnten. Man versucht heute ja das zu vermeiden, indem man die Darstellungsinhalte wieder komplett in Cascading Style Sheets in CSS auslagert und im HTML nur noch IDs oder Klassen vergibt, auf die dann im CSS Bezug genommen wird. Zum Dritten gibt es eben die Extensible Markup Language XML, die ist Ihnen ja auch bereits in Programmierveranstaltungen begegnet. Die ist eigentlich später eingeführt worden, aber hat sukzessive eigentlich die anderen Sprachen verdrängt und HTML, wissen Sie ja auch, gibt es in einer Spielart XHTML, wo sie dann als Spezialisierung eigentlich aus XML heraus definiert ist. Der Charme bei XML ist, dass XML eben die Definition der Konsistenz der eigenen Formate durch sich selbst erlaubt, also quasi reflexiv ist. Und zwar haben sie eine dafür bereitgestellte abgeleitete Syntax für Extensible Schema Definitions, kurz XSD. Und mit solchen XSD-Dateien sind sie ja auch schon im Kontext der bisherigen Programmiervorlesungen in Berührung gekommen. Zudem, weil XML heute so weit verbreitet ist, haben sie natürlich auch umfangreiche Software zur Verfügung, die XMLs bearbeitet, zerlegt. Sie wissen auch, dass Datenbanken heute teilweise schon extra so gestaltet sind, dass sie XML-Daten effizient ablegen und auch wieder bereitstellen können. Unter anderem gibt es aber auch Software, sogenannte XSLT-Prozessoren, womit sie XML-Daten über definierte Transformationsregeln, die wiederum in XML bereitgestellt werden, transformieren lassen können in andere saubere XML-Daten. Werfen wir eben auch noch einen Blick auf eine zweite Basistechnologie, nämlich das Hypertext Transport Protocol, das HTTP. Eine wesentliche Eigenschaft im HTTP, das werden Sie aus Ihrem Browser heraus auch wahrscheinlich schon kennen, ist die Zustandslosigkeit. Wenn Sie sich die Kommunikation mal genauer anschauen, und dafür haben Sie ja auch Debugging-Tools, zum Beispiel von Google auch, die bereitgestellt werden, dann stellen Sie fest, dass diese Sitzung zwischen dem Client und dem Server jeweils beendet ist, sobald die Antwort auf ein einziges Request ausgeliefert worden ist vom Server. Neue Requests, die der Client erzeugt, erzeugen dann auch jeweils wieder neue Verbindungen, neue Sitzungen, die dann nach dem Transfer dieser einen Ressource wieder beendet sind. Wozu führt das? Ja, wenn Sie Webseiten haben, die sehr, sehr viel eingebettete Elemente haben, Bilder zum Beispiel, dann werden diese eingebetteten Elemente jeweils über eine eigene Sitzung geladen und der Zustand kann hier nicht gehalten werden, zumindest nicht mit den Basismitteln dieses Protokolls. Wie können Sie jetzt trotzdem einen Zustand transportieren oder nutzen, wenn Sie einen brauchen, zum Beispiel in Ihren Programmen? Naja, die einfachste Variante ist sicherlich, die relevanten Informationen mit jedem Request einfach immer mitzuschicken. Die andere Variante ist, Sie nutzen zusätzliche Features. Im HTTP-Protokoll sind ja auch die sogenannten Cookies, Datenkekse vorgesehen, womit Sie vom Server übermittelte Informationen auf dem Client halten können. Und wenn Sie es passend eingestellt haben, was der Normalfall ist,
dann kann der setzende Server diese Informationen wieder zugreifen, andere aber nicht. Und damit geben sie eben die Möglichkeit, Informationen auf dem Client zu lagern und doch eine Art Zustand in dieser Sitzung zu halten. Das Feature ist im HTTP-Protokoll schon vorgesehen und regelmäßig, wenn Sie um Ihre Privatsphäre im Internet kämpfen, dann kommen Sie ja mit Cookies in Berührung. Da haben Sie schon festgestellt, dass es einige gibt, die sehr, sehr zäh sind und sich dem Entfernen widersetzen. Dann haben Sie vielleicht auch festgestellt, dass in Ihrem Browser heute ein Do Not Track Feature eingebaut wird, womit Sie Werbenetzwerken signalisieren können, dass Sie eben gerade nicht verfolgt werden wollen. Zum Beispiel nicht mit den Mitteln dieser Cookies. Also, Sie haben grundsätzlich eine Zustandslosigkeit im Protokoll und wenn Sie die nicht wünschen, dann müssen Sie zusätzlichen Aufwand investieren, um das zu überwinden. Schauen wir uns den Aufbau solcher HTTP-Nachrichten mal genauer an, weil wir es eben auch fürs spätere Programmieren brauchen können. Eine HTTP-Nachricht ist grundsätzlich aufgeteilt in einen Header und einen Body. Wobei der Header die aufzurufende HTTP-Methode beinhaltet, dann aber auch weitere Metainformationen, unter anderem zum Beispiel einen Zeitstempel einer Anfrage oder auch akzeptierte Inhaltstypen oder Inhaltsformate, akzeptierte Sprachen, Zeichensätze und Codierungen, aber auch, und das werden Sie sicher auch schon mal gesehen haben, dass Server im Internet auslesen können, mit welchem Betriebssystem zum Beispiel Sie unterwegs sind oder mit welchem Browser, eben auch die Client-Plattform. Teilweise können Sie das einstellen, dass die Browser sich sozusagen tarnen können. Das ist manchmal erforderlich, weil bestimmte Dienste bestimmte Browser voraussetzen und da vielleicht auch nicht auf dem neuesten Stand sind, dass andere Browser inzwischen nachgezogen haben und in bestimmten neueren Versionen Features auch bieten und dann können Sie auf die Art und Weise den Server überlisten, indem Sie dort eine falsche Kennung mitschicken. Aber das ist eben relativ leicht erkennbar und wird von jedem Browser mitgeschickt, welche Plattform Sie eigentlich gerade auf dem Client einsetzen. Diese Informationen, diese Metainformationen, die kommen jeweils als Name und dahinter ein Doppelpunkt und dann der jeweilige Wert, also als Pärchen. Der Body, diese HTTP-Nachrichten, der beinhaltet dann die eigentlichen Daten, die Sie transportieren wollen. Ich habe eben schon davon gesprochen, welche Methoden hat eigentlich HTTP. Sie haben im Header die HTTP-Methode drin. Wenn Sie jetzt einen Request absetzen, dann hat das üblicherweise eben dieses Format, dass Sie eine Methode aufrufen. Diese Methode rufen Sie auf einem Request-URI auf und Sie geben dazu noch die HTTP-Version an, die Sie nutzen wollen. HTTP war offenbar sehr früh sehr reif, hat nämlich nur eine Version 1.1, die immer noch aktuell ist. Und in dieser Version 1.1 definiert das HTTP insgesamt 8 Methoden. Die wesentlichen 4 habe ich jetzt gleich hier schon nach oben gestellt. Das ist zum einen eben die GET-Methode, die nach einer Ressource fragt, also einfach ein lesender Zugriff, gibt es diese Ressource, was steckt da drin? Dann die POST-Methode, die erzeugt eine Ressource. Danach die PUT-Methode, die den Zustand einer Ressource aktualisieren kann. Die Delete-Methode, Sie ahnen schon, die löscht eben eine bestimmte angegebene Ressource. Und danach gibt es noch 4, die man in spezielleren Situationen braucht. Das eine ist die HEAD-Methode. Damit werden Sie nur den HTTP-Header lesen. Das genügt eventuell, um bestimmte Features zu ermitteln, die der Server anbietet. Oder eben aus diesen Metadaten bestimmte Informationen herauszulesen. Dafür können Sie dann HEAD verwenden, um hier eben nicht zu viel Last zu erzeugen, nicht zu viel Datenvolumen zu generieren, damit Sie auch die Antwort schneller haben. Dann gibt es die Trace-Methode, damit können Sie insgesamt die Verbindung zum Server testen, indem Sie dann von dem Server quasi das Paket einfach gespiegelt bekommen, das Sie als Request hingeschickt haben. Dann die Options-Methode, da bekommen Sie eben genau vom Server gelistete Methoden. Es kann sein, dass der Server gar nicht alle Methoden unterstützt und das kann er darüber mitteilen. Und zuletzt die Connect-Methode, darüber können Sie eben ein TCP-IP-Tunneling nutzen, einen Tunnel verwenden.
Wesentlich sind für uns die oberen vier, das werden Sie gleich erkennen, dass wir die im weiteren Verlauf noch brauchen werden. Schauen wir uns aber jetzt erstmal ein Beispiel-Request an. Das Beispiel-Request, sehen Sie hier, ist ein GET-Request. Die nachgefragte Ressource ist eben genau die Datei index.html im Hauptverzeichnis, also slash index.html und das Protokoll natürlich HTTP mit der Version 1.1. Das ist die eigentliche Zeile mit dem Request. Dann haben wir das Datum des Requests darunter und eine Angabe zu der Connection. Das ist beides enthalten in den generellen Headern. In den eigentlichen Headern zum Request sehen Sie dann hier, dass einmal der Host angegeben ist, also wo liegt eigentlich diese index.html. Dann sehen Sie auch, wer hier angefragt hat und Sie sehen, mit welchen Typen dieser Anfragende letztlich umgehen kann. Das ist einmal klassisch bei Webbrowsern text/html und zum anderen text/plain. Vielleicht haben Sie irgendwann schon mal gesehen, dass der Internet Explorer, wenn Sie dort XML-Seiten geöffnet haben, Ihnen das oft im Quellcode angezeigt hat, während andere Browser schon ganz, ganz lange vorher in der Lage waren, diese XML-Dateien auch in einer vernünftigen Baumansicht darzustellen. Und das hat der Internet Explorer eben erst deutlich später gelernt. Sie sehen auch hier diesen User Agent, das ist genau Ihre Plattform. Und hier können Sie herauslesen, das war eben ein Mozilla und der lief auf einem Windows NT 5.1. Sie sehen auch, dass hier keine weiteren Header vorhanden sind und dass der Body der Nachricht leer ist. Also ein ganz einfaches GET-Request, da müssen Sie ja selber auch keine Daten weiter mitschicken, sondern Sie fragen ja gerade diese Ressource index.html lesend an. Beispiel für die Antwort. Was können Sie hier bekommen? Einmal bekommen Sie auch hier die Version des Protokolls wieder zurück, HTTP 1.1, und Sie bekommen einen Code zurück, der Ihnen ermöglicht, den Status auszulesen. Hier sehen Sie den Code 200. Das ist der klassische Code für ein funktionierendes Request. Und dieses funktionierende Request löst eben dann auch gleich die Anzeige hier auf zu einem OK. Es gäbe noch 201 zum Beispiel für erzeugt. Sie sehen, es gibt dann weitere Codes. 300 heißt, sie werden gerade weitergeleitet. Die Ressource befindet sich nicht mehr da, wo sie mal war. Die 400er zeigen Probleme an. Was Sie sicher kennen, ist dieses 404 not found. Dann ist eben diese Ressource gar nicht mehr vorhanden, auch keine Weiterleitung eingerichtet. 500, da kennen Sie sicher dann die 500 glatt, Internal Server Error, das sieht man manchmal, wenn man mit dem Browser auf eine komplexere Seite geht und der Server bei der Verarbeitung scheitert. Ja, Sie sehen auch hier wieder ein Datum als Header-Angabe und Sie sehen auch hier sehr schön diese Pärchen. Sie haben eben Datum, Doppelpunkt und dann das eigentliche Datum. Beim Server, da sehen Sie auch noch, dass es ein Apache war, der hier antwortet. Apache ja der insgesamt verbreitetste Webserver momentan. Dann sehen Sie hier noch, wann die Ressource zuletzt geändert wurde. Sie können auch sehen, wie viel Content jetzt hier mitkommt. Also Sie bekommen die Länge dieser Nachricht gereicht und Sie bekommen auch angegeben, welchen Typ diese Nachricht hat. Text/HTML, wie schon gesagt, das von den Browsern bevorzugte Format. Und dann sehen Sie eben hier, wie dann diese Datei beginnt mit einem Doctype und den eigentlichen HTML-Teil beinhaltet in diesen klassischen HTML-Tags eingeschlossen in spitze Klammern. Kommen wir jetzt also nach diesem tieferen Ausflug in die Basistechnologien zu der eigentlichen Definition Web Services. Jetzt haben wir also diese Basistechnologien, die sich sehr weit verbreitet haben, wie zum Beispiel E-Mail oder FTP oder eben auch das HTTP zur Anzeige von Webseiten. Jetzt können wir schauen, was wir damit an Potenzial heben können, wenn wir darauf Dienste aufsetzen. Grundsätzlich können wir auf den Webservice auf zwei Arten schauen. Das eine ist die fachliche Sicht. Da ist ein Webservice einfach die Erbringung einer Dienstleistung.
nämlich eines Service über das Internet. Damit also über das Web. Daher der zusammengesetzte Begriff Web Service. Wenn Sie das einfach so fachlich betrachten, hat es den wesentlichen Vorteil, dass diese Definition völlig unabhängig von der eingesetzten Technologie ist. Es muss nur irgendwie über das Internet laufen. Der Nachteil ist natürlich, dass diese Abstraktion Ihnen auch eine sehr große Unschärfe mitbringt. Wenn Sie jetzt auf der anderen Seite die technische Sicht heranziehen, dann sagen Sie eben, dass ein Webservice letztlich einen Dienst über das Internet bereitstellt. Soweit ist es noch ungefähr deckungsgleich mit der fachlichen Sicht. Aber Sie sagen jetzt dazu, unter Nutzung eines standardisierten XML-Formats, wie zum Beispiel SOAP. Wenn Sie das so betrachten, dann haben Sie eine wesentlich schärfere Definition auf dem Implementierungsniveau. Haken ist aber, gerade wenn Sie jetzt hier SOAP als Beispiel auch noch angeben, Sie machen sich abhängig von konkreten Technologien, was der breiten Nutzbarkeit eigentlich nicht gerecht wird. Jetzt gebe ich Ihnen noch zwei Begriffsdefinitionen, die sich Institutionen überlegt haben, die in Zusammenhang mit dem Web schon sehr lange aktiv sind. Die erste ist eben hier vom W3C, vom World Wide Web Committee. Und die sagen eben, dass ein Webservice eine Software-Applikation ist, die durch eine UI bezeichnet wird, deren Interfaces und Bindungen definiert, beschrieben und entdeckt werden können über XML. Da haben Sie letztlich wieder was Ähnliches wie bei RMI. Sie müssen in der Lage sein, überhaupt zu definieren, was Sie liefern wollen. Sie müssen es beschreiben und Sie müssen eine Möglichkeit schaffen, so wie es in RMI die Registry ist. Sie müssen eine Möglichkeit schaffen, dann diesen Service auch wirklich finden zu können und das in den Weiten des Internet. Das UDDI-Konsortium sagt dazu eben, ein Webservice ist sind selbstenthaltene modulare Geschäftsanwendungen, die offene, internetorientierte und standardbasierte Schnittstellen haben. Das ist schon wieder wesentlich technologieneutraler, was das UDDI-Konsortium hier postuliert. Aber diese Tatsache self-contained, also in sich selbst enthalten, zielt eben immer noch auf das XML, was beim W3C ja namentlich genannt ist. Grundsätzliche Logik ist hier schlicht, wie Sie auf dem Bildchen auch erkennen können, der Webservice wird über eine URI angeboten und aus dem Internet kommen Requests an diesen Webservice und der Webservice sendet seinerseits die Antworten, die Responses ins Internet zurück. Was bekommen wir durch Webservices? Einmal wesentliche Features, natürlich lose Kopplung. Sie versenden hier Nachrichten über das Internet, die können Sie auch synchron schicken. Jetzt haben Sie schon gelernt aus den Grundlagenvorlesungen, dass Synchronität immer eine engere Kopplung ist als Asynchronität. Deswegen kommen eben über das Internet meistens auch asynchrone Aufrufe zum Einsatz, einfach um sich nicht zu eng zu binden an diese Infrastruktur, die weit weg ist und durch ein für Sie nicht zu durchschauendes Netz geroutet wird, die Nachricht, damit Sie sich da eben nicht so stark binden. Serviceaufrufe erfolgen grundsätzlich als Prozeduren. Das ist also jetzt von der Seite her ein Stück weniger abstrakt als jetzt zum Beispiel RMI, wo Sie ja tatsächlich entfernte Objekte haben. Sie können es natürlich als Client dann logisch wieder so betrachten, dass bestimmte Prozeduren eben doch irgendwie zu einem Objekt dazugehören, aber grundsätzlich sind es erstmal Prozeduraufrufe. Und Sie setzen bei Webservices eben die Internettechnologien ein. XML, da wurde ja schon explizit Bezug drauf genommen. Dann natürlich das HTTP oder auch FTP oder E-Mail. Es ist tatsächlich so, in der Anfangsphase der Webservices, da habe ich noch ein ziemlich gutes Buch dazu. War eben auch klar beschrieben, wie ein Webservice zum Beispiel über E-Mail angeboten wird. Es gibt auch keine Notwendigkeit, dass Webservices in einer besonders schnellen Zeit reagieren oder dass sie automatisiert umgesetzt sind. Tatsächlich habe ich in einem Projekt aus meiner Praxis auch einen Webservice genutzt, der
letztlich, wenn ein unklarer Fall auftrat, zur Folge hatte, dass ein Mitarbeiter tatsächlich in manuellen Schritten geprüft hat, welches Ergebnis müsste dieser Aufruf zurückliefern und dann dieses Ergebnis erst in ein System eingepflegt hat und dann wurde der Webservice Call beantwortet. Dadurch konnte also durchaus dieser Webservice Aufruf mehrere Tage dauern, bis er wieder zurückkommt. Also schon deshalb eine sehr gute Idee, solche Aufrufe asynchron durchzuführen, damit Sie also nicht mehrere Tage in Ihrer Programmausführung dann auf eine solche Antwort warten. Durch den Einsatz dieser Internettechnologien bekommen Sie einmal eine Plattformunabhängigkeit, weil eben sehr viele unterschiedliche Hardware, sehr viele unterschiedliche Betriebssysteme, auch sehr viele unterschiedliche Programmiersprachen Ihnen heutzutage diese Internetprotokolle unterstützen in der Verarbeitung. Was auch sehr schön ist, Sie haben ja für viele Internetdienste aus Ihrer eigenen Praxis kennengelernt, wie gut die skalieren, wie einfach man dort also realisieren kann, dass auch ein solcher Dienst Millionen oder im heutigen Zeitalter mit Facebook sogar Milliarden Nutzer bedienen kann. Grundsätzlich also nochmal hier der explizite Hinweis, Sie können mit allen diesen Internettechnologien, die da oben genannt sind, auch einen Webservice eben zum Beispiel über FTP anbieten, ja, oder klassisch über das HTTP. Das ist das, was heute am meisten genutzt wird. Das ist auch das, was wir uns im Beispiel anschauen werden. Aber Sie können es grundsätzlich mit allen diesen Technologien umsetzen. Da ist erstmal keine Beschränkung. Und das Schöne ist eben, Sie profitieren davon, dass Sie auch etablierte Software-Stacks bekommen für diese Internetprotokolle, erprobte Programme und damit die Skalierbarkeit so gegeben haben, wie Sie das bei existierenden Diensten im Internet heute schon kennen. Motivation für Web-Services. Wir denken nochmal zurück an die erste Folie, wo dieser Zulieferer letztlich gefangen war in dedizierten Netzen. Obendrein musste er proprietäre Protokolle implementieren und daran seine Systeme anbinden. Und jetzt sehen Sie eigentlich, weswegen Webservices für Unternehmen so interessant sind und weswegen sie sich auch so stark durchgesetzt haben. Das Unternehmen hat selbst bereits Software im Einsatz, die eben diese bekannten, erprobten Standards unterstützt. Gleichzeitig wissen Sie auch selber, einen Internetanschluss privat zu unterhalten, geht heute zu, ja, ich sag's mal vorsichtig, minimalen Kosten, ist für Sie als Studierende sicher immer noch ein erheblicher Block, den Sie da monatlich aufwenden, wenn Sie Ihre Internetkonnektivität bezahlen, aber für ein Unternehmen sind es sicher minimale Kosten. Gleichzeitig nehmen Sie automatisch teil an Weiterentwicklungen im Produkt- und im Kostenbereich aufgrund des Anbieterwettbewerbs. Sie haben eben nicht nur beim Internetanschluss einen Anbieterwettbewerb. Die Anbieter versuchen sich ja deshalb auch gerade darin, zweiseitige Märkte aufzutun und von Content-Anbietern zum Beispiel nochmal extra Gebühren zu verlangen. Sie profitieren aber auch an der Weiterentwicklung im Produktbereich. Denken Sie daran, dass wir noch vor einer guten Dekade Switches eingesetzt haben, zum Beispiel, die nur 100 Megabit Ethernet unterstützt haben und heute können Sie auch Switches kaufen, die 10 Gigabit Ethernet unterstützen, also wieder um einen Faktor 100 schneller geworden sind. Und das immer noch zu einem Preis, der sogar endkundenkompatibel wird, langsam aber sicher. Obendrein können Sie, weil diese Standards so weit verbreitet sind, auch noch günstig Know-how einkaufen für die Entwicklung. Sie müssen also nicht auf die paar letzten verbliebenen Entwickler setzen, die proprietäre Standards dann irgendwie kennen und dadurch auch sehr, sehr hohe Stundensätze verlangen können oder an die Sie gar nicht rankommen, sondern Sie können auf ein breites Spektrum an Entwicklern zurückgreifen, die eben dieses Know-how besitzen, wie man Daten, die in diesen Standards vorliegen, verarbeiten kann. Gleichzeitig kommen eben Netzeffekte ins Spiel. Sie profitieren sehr stark vom Netzeffekt, wenn Sie an das Internet rangehen, denn es gibt ja schon sehr viele bereits angeschlossene Marktteilnehmer. Es gibt auch bereits sehr viele Dienste, die dort laufen. Und dadurch, dass auch da wieder ein Anbieterwettbewerb existiert, können Sie also auch diese Dienste wieder kostengünstig nutzen.
Das Problem in der Anfangsphase des Internet war natürlich, dass gerade die Webdienste oft darauf ausgelegt waren, mit diesen Webbrowsern wie zum Beispiel Mosaic oder später Netscape genutzt zu werden und eben nicht darauf ausgelegt waren, dass sie eine automatische Nutzung vornehmen. Wenn Sie zum Beispiel an EDI wieder denken, was ich Ihnen am Anfang ja als Beispiel angegeben hatte, da gab es später tatsächlich die zusätzliche Spielart WebEDI. Und dann konnten Unternehmen, die sich den teuren Anschluss an das dedizierte Netz nicht leisten konnten, konnten über ein Formular im Webbrowser ihre Daten jeweils manuell einpflegen. Und ein Anbieter von WebEDI, der hat für sich diesen Anschluss an das dedizierte Netz bezahlt und dann anderen angeboten, über seinen Anschluss diese standardisierten Nachrichten zu verschicken, indem sie den Inhalt dieser standardisierten Nachrichten dann über den Webbrowser manuell einpflegen. Nun ist manuelle Pflege gerade bei größeren Unternehmen, die auch mehr solche Nachrichten generieren möchten, natürlich die letzte Wahl, die sie bevorzugen. Also war die Frage einfach, wie können wir diese breit unterstützte Plattform, die jetzt sehr weit verbreitet existiert und die kostengünstig ist, wie können wir die automatisch nutzen und wie können wir hier die Kosten auch drücken für die Reaktion auf Veränderungen in der Nutzerschnittstelle. Sie werden vielleicht schon mal den einen oder anderen Dienst gesehen haben oder vielleicht sogar selber mal ein Skript geschrieben haben in der gängigen Skriptsprache, was eine Webseite ausliest und dort auf Veränderungen reagieren möchte. Also wann ist tatsächlich etwas Aktualisiertes hinzugekommen? Und da haben Sie vielleicht dann auch schon mal festgestellt, dass sobald der Anbieter seine Schnittstelle ändert, zum Beispiel also das Design seiner Webseite oder schlimmer noch die Klassen der HTML-Entities in dieser Webseite ändert, dass Sie dann aufwendig Ihre eigene automatisierte Lösung nachziehen müssen. Und genau das ist natürlich auf Dauer nicht erwünscht. Und deswegen ergab sich eben die Notwendigkeit, standardisierte Schnittstellen zu haben, auch für die automatische Verarbeitung und nicht nur diese standardisierten Schnittstellen, die Sie manuell im Browser nutzen können. Und das bringt uns dann dahin zu betrachten, welche technischen Umsetzungsmöglichkeiten wir eigentlich konkret zum Beispiel auch in Java haben und welche Ansätze es gibt, hier Architekturen aufzubauen für die Umsetzung von Webservices.